Ja, Frau Rosenberger, Sie haben gerade am Podium beim Öffnungsgipfel gesprochen. Sie sind eine Vertreterin der Gastronomie. Was sind hier die ganz besonderen Herausforderungen und auch natürlich Ihre Erwartungshaltungen an diesen Gipfel? Ja, wir hoffen, Planungssicherheit zu bekommen, ein Datum zu bekommen, an dem wir ausspüren dürfen. Und ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, jeder Tag zählt und wir sehnen die Eröffnung der Gastronomie wirklich von ganzem Herzen herbei. Was sind hier die ganz besonderen Problemstellungen der Gastronomie? Sie haben die Planungssicherheit erwähnt, das ist ganz besonders wichtig. Auf der anderen Seite ist der Virus da, es ist eine dynamische Situation. Wie kann man hier diese Situation für die Gastronomie auflösen? Was sind Ihrer Meinung nach die besten Konzepte? Also wir haben ja diesen Virus schon sehr gut kennengelernt. Wir leben ja schon seit einem Jahr damit und ich denke, wir haben alle unsere Hausaufgaben gemacht. Es ist es gibt vorbereitete Hygienekonzepte, die auf jeden Betrieb dann individuell ausgearbeitet werden. Wir haben uns ganz intensiv mit unseren eigenen Betrieben auseinandergesetzt. Natürlich sind die Testungen ein wichtiges Thema und die Testbereitschaft ist ja enorm hoch, also sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Gästen. Ich denke mir, dieses Thema ist angekommen und wir bieten die besten Voraussetzungen und auch die sichersten Voraussetzungen, um wieder ein gesellschaftliches Leben führen zu können. Also Tests dürften eines der Pferde sein, auf das man hier setzt. Auch da gibt es unterschiedliche Ansätze. Derzeit muss man sich noch einen Test besorgen und dann das Ergebnis vorlegen. Es gibt aber auch beispielsweise die Idee, dass die gastronomischen Betriebe oder die körpernahen Dienstleister auch selber testen könnten. Dadurch würden spontan Einkäufe oder spontane Cafés und Seiterln möglich sein. Wäre das eine Denkvariante? Also ich bin keine Expertin auf diesem Gebiet. Ich kann nur sagen, meine Erfahrungen zeigen, wir haben ja auch Berufsreisende, die bei uns übernachten, dass dieses Testen in welcher Form auch immer angekommen ist. Wie das dann tatsächlich ausgeführt wird, das wird sich dann zeigen, aber durch dieses permanente Testen, weil ja jeder weiß, wenn ich getestet bin, dann habe ich praktisch ein Stück Freiheit wieder zurück. Dann sind auch ganz spontane Sachen natürlich wieder möglich. Und ich glaube, das ist eigentlich das Grundlegende, dass wir uns testen, in welcher Form auch immer. Das gibt Sicherheit. Ab wann sollte es denn Ihrer Meinung nach soweit sein? Wäre Mitte März ein geeigneter Öffnungszeitpunkt? Denn auch die Gastronomie braucht einen entsprechenden Vorlauf, Planung, Personalplanung. Es muss eingekauft werden etc. Wann könnte man hier sozusagen in die Gänge kommen? Also es wäre natürlich gut, wenn wir so früh wie möglich einen Termin bekommen könnten, um hier gerade hier Planungssicherheit zu haben, weil natürlich eine entsprechende Vorlaufzeit erforderlich ist. Aber wir Gastronomen sind eigentlich gewöhnt, unter Volldruck zu arbeiten. Und ich denke mir, sollte der 15. März, über den wir uns natürlich sehr freuen würden, wenn wir die ersten Öffnungsschritte hier praktizieren könnten, jeder Tag zählt. Das ist einfach so. Also es könnte nicht schnell genug sein, dass man hier aufsperrt. Ich glaube, so denken alle. Frau Rosenberger, vielen herzlichen Dank.